So, hallo zusammen. Hier ist zusammen zocken. Und ja, wir haben Corona-Krise. Es ist Samstag, morgen noch noch nicht mal halb 10, 5 vor halb 10. Ich spiele mal hier eine Runde Hollow Knight, dachte ich mir. Mal gucken, vielleicht kommen ja noch ein paar Leute rein. Weil jeder sitzt ja irgendwie zu Hause oder die meisten sollten es jedenfalls so tun. Ja. Mal schauen, wie lange ich heute mache. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe ja jetzt ein paar Tage auch nicht mehr weitergespielt. Und es sah so aus, dass ich das letzte Mal an einen Punkt gekommen bin, wo ich auf einer Seite einen Boss hatte und auf der anderen einen Mini-Boss. Und der Mini-Boss war auch schon ziemlich heftig. Daran hatte ich mich auch schon über eine Stunde oder so versucht. Genau. So, Moment, ich bekomme eine Nachricht hier. Ja. Hier unten bin ich das letzte Mal gewesen. Bantisdorf, und da unten ist mein Geist. Das ist auch der Bereich oder dieser Raum, wo der Boss ist. Ich glaube, das gehe ich mal an. Muss ein bisschen reinkommen in die Geschichte wieder. Vermute ich mal. Aber das sah eigentlich schon beim letzten Mal schon ganz okay aus. Also ich habe sowas wie ein Progress gespürt. Er müsste doch zu schaffen sein. Wenn ich jetzt noch weiß, wie das mit der Steuerung geht. Ja. Ja, ich habe die letzten Tage oder die letzten Wochen kaum gezockt. Das merkt man. Heilend noch. Genau. Ah, ja. Nein! Da nicht reinfallen. Ich weiß gar nicht mehr, wo lang. Ja, hier ist schon richtig. Okay. Genau. Nee, der Geist. Ah! Da also nicht lang. Mein Geist ist ja außerhalb. Der müsste hier irgendwo sein. Also nicht im Bossraum, sondern genau, hier war das. Au, 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 au. Habe ich ihn? Nein. Jetzt. Nein. Ja, ich muss mich heilen. Hier runter geht's, glaube ich, schon zum Boss. Und sollte ich doch erstmal mit diesem
Heilungseffekt ausstatten. Das bekommt man ja, indem man Treffer landet. Ja, und damit kann man sich dann heilen. Anfang sollte das doch reichen. So, hier ist der Boss. Mal gucken. Mantisfürst. Ach ja. Ach ja. Ganz schlecht. Ganz schlecht dabei. Ganz schlechtes Start. Genau, hier kann man sich einmal heilen. An der Stelle. Ansonsten ist er ziemlich schnell unterwegs, der Boss. Lässt kaum Zeit zum Atmen. Ah ja, und da muss man sehen, woher die Geschichte kommt. Nein! Ah. Nee, da nicht heilen, ne? Ja, hier. Ja, und Möglichkeit, ein paar Treffer hier landen, damit man wieder die Heilungssache machen kann. Nein! Nein, jetzt nicht. Okay. Ja. Okay. Okay. Ah, okay. Verkehrter Fehler. Nein! Irgendwie kleben meine Knöpfe Controller ein bisschen. Was läuft gar nicht so schlecht für den ersten Versuch nach längerer Zeit. Da kann man nämlich zwei Treffer landen an der Stelle. Okay. Oh. Ah, Alter. Ah. Okay. Okay. Nicht schlecht. Es war ein sehr guter Versuch, wie ich finde. Zu der zweiten Phase bin ich noch gar nicht, noch nie gekommen. Und das jetzt gleich am ersten, beim ersten Versuch, bei dem Start heute hier. Ist ja schon erstaunlich, wie ich finde. Ah! Ah, Mann, dafür, dass ich so schlecht hier mit der Steuerung komme auf dem Weg zum Boss schon, war das gar nicht so schlecht. Ich glaube, das lag auch an meiner Konzentration oder so. Ich war relativ ruhig. Ah!
So. Okay, okay, okay. Geist holen. Wo ist er hin? Da ist er. Oh, ich dachte, er braucht nur zwei Treffer. Aber vielleicht sind es auch drei. Naja, es sind eigentlich zwei. So, da oben war noch einer, glaube ich. Ah, ich will noch nicht zum Boss runter. Genau. So. Jetzt aber. Alles gut. Noch kein Treffer bekommen. Sieht doch gut aus. Erste Phase ist schon ganz gut unter Kontrolle, das Gefühl. Erste Phase, das ging ja schnell. Oh! Und da kann man sich heilen. Festgestellt. Ja. Hier ist, glaube ich, Zeit zum Heilen. Ah! Na, jetzt. Na, ja gut. Aber es wird schon langsam. Die erste Phase ist nicht mehr das Problem. Und die zweite wird schon. Muss die erstmal richtig kennenlernen. Könnte mir auch vorstellen, dass noch eine dritte Phase kommt. Das sind ja irgendwie drei Bosse hier, ne? Da sitzen jedenfalls oben. Drei von denen. Das heißt, bedeutet, dass es auch drei Phasen gibt. Könnte ich mir vorstellen. Ah Mann! Ich glaube, ja, ich kann direkt rein.
Okay. Okay. Zu viel riskiert. Ah, okay. Also hier einmal heilen. Okay. Mann! Ja, der Knopf klebt ein bisschen und meine Hände auch eigentlich. Vielleicht sollte ich mir die Hände einmal gründlich waschen, was man ja sowieso wegen Corona und so öfter machen sollte. Aber ich bin seit gestern nicht mehr aus dem Haus gegangen. Also wenn ich mich jetzt angesteckt habe heute, dann nur an mich selbst, und das geht ja nicht. So. Okay, zweite Phase. Ja. Ja, gut, wenn ich mich hier heilen könnte. Scheiß. Schade, schade, schade. Ja, 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 ja. Ja, in die zweite Phase muss man wirklich besser ausgestattet sein, reinkommen. Da hatte ich zu viele Treffer gehabt. Mich ein bisschen, dass noch niemand etwas im Chat geschrieben hat, obwohl ja schon einige drin waren. Frag mich, ob das an den Chat liegt, dass ich nichts sehe. Aber da müsste doch eigentlich alles funktionieren. Weiß nicht. Kann ja sein. Also manchmal hat man ja auch keine Lust zu schreiben. Kann ich verstehen. Ah, geht mir ja oft auch so. So. Ach ja. Bevor ich da reingehe, zum Boss nochmal, wasche ich mir die Hände. Dr. Waffel schreibt, also dein Game Ola macht sie alle sprachlos. Also, ja, das kann sein. Danke, dass du dich meldest. Jetzt weiß ich, dass das funktioniert. Dein Gameplay, ja, habe ich schon verstanden. Ah, danke, genau. Und ich bin mal kurz meine Hände waschen. Die sind ein bisschen klebrig. Und dann versuche ich es gleich nochmal. Bis gleich.
So, bin wieder da. Klebrige Hände, ein Schelm, der da Böses denkt. Ja, genau. Es kommt wahrscheinlich daher, dass ich gerade gefrühstückt habe und vielleicht noch ein bisschen Käse oder was weiß ich, Marmelade an den Fingern hatte oder so. Vielleicht liegt es aber auch an den Controller. Aber nee, jetzt fühlt es sich irgendwie besser an. Adventure Dogs hat dich gehostet, aber ich weiß gar nicht, wann der gestreamt hat. Ja, Adventure Dogs sagt mir auch was. Wann er gestreamt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist ja nett, dass er das macht. Ich hoste ihn übrigens auch. Also kommst du da rüber von ihm jetzt oder was? So, hier bin ich wieder. Ich lese sofort, was du geschrieben hast dazu. Jetzt ist man ja sehr beansprucht hier. Ah! Kennst du Hollow Knight eigentlich? Das Spiel? Selber gespielt? Wenn ja, ich bin immer für Tipps und Tricks von Experten dankbar. Weil das sehe ich ja dann auch als Zusammenzocken, dass man das dann irgendwie Gemeinschaft in der Gemeinschaft macht. Okay, ein bisschen heilen. Ah! Bevor ich in die nächste Phase komme. Wäre nicht schlecht, jetzt zum Beispiel. Ich das machen können. Ah, jetzt geht schon die zweite Phase los. Nicht so gut. Ja. Ja. Ich komme von Ihnen, dachte, das Stream geht um 9 Uhr. Achso, kenne die Story, ich selber gespielt. Spiele sehr mehr so Dark Souls, Darkest Dungeon und sonst das alles andere. Kann ich nur sagen, gibt mehrere Enden. Der einzige Tipp, den ich habe, ist, lass dich nicht treffen. Okay, danke für den Tipp. Ja, genau, Dark Souls. Ist mein Lieblingsgenre und Hollow Knight kann ich auch dir empfehlen, wenn du Dark Souls an erster Stelle nennst. Hollow Knight hat ja so ein paar Elemente von Dark Souls, aber ja, es haben ja ganz viele Spiele. Es lässt sich nur daran vergleichen mit Dark Souls, dass ja einmal die Schwierigkeit da ist und halt, dass es sowas wie Seelen gibt, die man dann auch wiederholen kann, wenn man stirbt und auf dem Weg dahin nicht nochmal stirbt. So, das ist so dieses Dark Soulige da dran. Und vielleicht auch die Atmosphäre. Es ist ja auch ein sehr ruhige, melancholische Stimmung. Düster auch. Und die Story wird genauso, vielleicht genauso wie in Dark Souls auch so chiffriert erzählt. Und man muss die auch nicht unbedingt verstehen, um Spaß am Spiel zu haben. Ja, dann kann ich dir Let It Die empfehlen. Ist das dieses Ballerspiel,
Auf dem Skateboard. Ich glaube ja, ne? Das habe ich ein bisschen gespielt. Es war oder ist kostenlos, ne? Hat mich aber nicht so lange gepackt. Hatte ich die Konsole auch ganz neu? Noch? So. Und kannte auch noch nicht so viele Spiele dann zu der Zeit. Ah, und dann kam ich ganz schnell an Dark Souls und so weiter. Nein! Und hab auch von From Software alles gespielt und ja, auch die Deck 13 Sachen. Ja, sehr, sehr viel von Dark Souls genommen haben für ihre Spiele und ja, so einige andere Sachen. Nioh. Jetzt ist ja Nioh 2 rausgekommen. Ja, und wenn es irgendwas gibt, was Dark Souls ähnlich ist oder näher in die Nähe von Dark Souls kommt, dann interessiert mich das doch sehr. Zap, zap. So. Ich möchte mich noch einmal heilen, bevor es in die nächste Phase geht. Es ist am besten, wenn er das macht. Aber ja, das habe ich nicht nutzen können. Jetzt auch nicht. Möglichkeit gewesen, ne? Ich weiß nicht, ob man das triggern kann, die Attacken. Die sind, glaube ich, aber ziemlich random. Mist. Ah, jetzt bin ich schon wieder getroffen. Nein, weil ich mich besser konzentrieren sollte. Schwach, schwach, schwach. Weg. Okay, ich will noch heilen. Ja. Na. Deswegen schlage ich nicht, weil ich nicht will, dass die nächste Phase losgeht. Bevor ich mich nicht geheilt habe. Ja, Mist. Ach, scheiße. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Nein, jetzt auch. Ganz schlecht, ganz schlecht. Okay, jetzt kann ich mich auch nicht mehr heilen. Jetzt aber vielleicht noch einmal. Ah, Mist. Nein. Oh, Scheiß. Okay. Also die Skateboard hat das was? Werbefigürchen? Und ballern ja, naja, es gibt eine Schusswaffe, die man haben kann.
Ja, das Werbefigürchen. Ist man nicht mit Skateboard unterwegs? Habe ich so in Erinnerung. Und ich dachte, ach so, nee, genau, es gibt verschiedene Waffen, ne? Nicht nur Schusswaffen, ne? Stimmt. Ja, bei mir ist schon etwas länger her. Aber interessant, dass man das immer noch weiterspielt. Bis zum wievielten Boss bist du damals gekommen? Oh, gute Frage. Weiß ich gar nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, schon länger her. Und ich glaube, so lange habe ich das auch nicht gespielt. Kann mich ehrlich gesagt an gar keinen Boss erinnern. Vielleicht aber auch, weil ich mich kaum gut auskannte in dem Thema. Wieso habe ich meinen Geist jetzt nicht gesehen? Moment. Ach, da ist er. Kriege ich noch mehr Heilung? Diese Heilung Flüssigkeit, die heißt Seele bei Hollow Knight. Und das ist dieser Geist, der die Seelen dann hat, oder die Seele. Hier wird immer von die Seele gesprochen. So, jetzt versuche ich ein bisschen Konzentration in die Sache reinzubringen. Und das klappt doch schon viel besser. Nein! Aber es war gut. Es war schon sehr gut. Ach ja. Let die. Was ist los? Wieso? Was ist denn jetzt los? Moment, hier stimmt doch was nicht. Mein Controller vibriert die ganze Zeit. Das Bild hört nicht auf zu wackeln.
Das ist sehr seltsam. Ich gehe mal hier raus. Ja. Was schreibst du? Let it die schwer. Das schreckt vielleicht schnell ab. Okay, muss man viel looten, Ausrüstung. Sonst schafft man das nicht. Kannst du sie denn einfach rumsitzen lassen? Was, wen? Was? Kannst du sie denn einfach rumsitzen lassen? Die feiern, weil sie... Sollte jetzt wieder da sein. Hallo zusammen. Schreib mal schnell. Okay. Dr. Waffel, wenn du mich hörst, schreib doch mal bitte in den Chat. Das war gerade... Mein Internet ist zusammengebrochen oder so, also ich bin rausgeflogen. Aber ich glaube... Ah ja, Test 1, 2. Danke, danke, danke. Ist jetzt wieder da, okay. Ich weiß nicht, woran das liegt. Meine Leitung vielleicht oder so, keine Ahnung. Das passiert bei mir schon mal. Ich hatte auch schon... des öfteren mal Probleme und mit der Telekom dann gesprochen und so weiter. Aber da hat sich nie wirklich was getan. Ja, naja. Aber das Gute an Twitch ist ja, dass man im Chat noch verbunden bleibt, wenn die Leitung zusammenbricht. Also wenn die Übertragung unterbrochen wird. Dann ist man noch im Chat verbunden. Das ist ganz okay. Oh, jetzt ist aber dafür mein Controller gleich leer. Ich sollte den mal wechseln. Bin mal kurz mal Controller wechseln.